Wir waren beim Howdy Lukas und jetzt können wir was anderes machen. Richtig, nämlich ein Ticket ziehen. Richtig, ich habe gerade wieder vergessen, was wir gekriegt haben. Ja. Schatz, es ist keine 2 Minuten her. Also bei uns. Ja. Bei euch ist es weißt ein du Tag, mal, wie, aber... Weißt du mal, wie ich mich fühle, wenn du mir nicht zuhörst? Oh, das ist gemein. Nee, das ist eine Tatsache. Ein Ticket. Ach, das war ein Kino gewesen sein, okay. Das war ein Kino gewesen sein. Das soll ein Kino gewesen sein. Du hast sein. Gesagt, das war ein Kino gewesen sein. Das habe ich nicht. Oh doch, du wirst dir diese Folge nochmal angucken. Ah, da habe ich vielleicht genuschelt. Nee, das war ganz deutlich. Und ich habe es aufgenommen. Also du ja, kannst ja dem jetzt nicht mehr widersprechen. So. Da liegt eine Resident Evil Gedächtniskurbel am Boden. Ein Kurbelgriff. Ein Filmvorführgerät. Eine Glühbirne fehlt. Die Glühlampe. Also das haben sie in dem Spiel noch nicht so raus, ne? Nee. Mit Schraubendreher und Glühlampe. Eine Tür mit einem Zahlencode. 5 Zahlen. Und du wirst lernen... Nein. Oder du wirst lernen, was Höllenqualen sind. Ja. Können wir da eine von diesen Nummern hier vielleicht kannst abkürzen? Du das Gemälde anwählen? Leider nicht. Das ist ja nicht mehr, ne? Nee. Was naja, haben gut, wir jetzt mal wir bekommen? Haben, wir haben bekommen eine Kurbel, ein Rätsel mit 5 Zahlen und eine defekte Filmvorführmaschine. Der Kurbelgriff kommt vielleicht beim Dino-Golf rechts in die Tür. In dir? Nee. Denn nicht. Nee. Jetzt sei doch nicht gleich wieder angepisst. Ja, wie das klang. In dir? So, das geht ja gar nicht. Ja, weil das ist doch was völlig ganz was anderes. Nee, überhaupt nicht. Was war denn da nochmal? Ach, der Generator. Richtig. Ah, nee, war er gar nicht. Nee. Wo war denn der Stromgenerator nochmal? Im Stromraum. Ich dachte, du sagst im Kreissaal. Nein, warte mal. Maschinenraum, genau. Oh, wir haben ein Wimmelbild. Oh, da können wir doch direkt mal hin. Direkt. Ja. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und da hinten dran ist der Kraftraum, will ich immer sagen, der Maschinenraum. Der Gürtel hängt am Pferd. Ich bin noch gar nicht wirklich angekommen. Rechtes Pferd, ein mittleres Pferd. Warte mal, da kann ich was nehmen. Okay, den Pfeil kann ich nehmen, okay. In die Scheibe wahrscheinlich. Nee. Da musst du die Zielscheibe, die musst du ja schon nehmen. Das Dia ist im Koffer drin, Moment. Das weiß ich noch. Im Koffer ist ein Dia drin, das habe ich vorhin schon gesehen. Und ein Stethoskop. Das Monokel hängt dem Pferd im Auge. Oben links. Ich bin gerade irritiert, weil das heißt Pferdedecke. Ja. Und ich klick die alle an. Und nichts passiert. Da hinten, das hat eine Pferdedecke, die orangefarbene. Stimmt. Stimmgabel, Lanze, Ballspiel mit Becher. Rechts, der Becher. Mit dem Brecher. Rechts? Ach, da. Der Becher. Nee. Will er nicht? Nee, will er nicht. Ja, das ist noch ein anderes Ballspiel. Medaille, Fackel. Fackel. Stimmgabel, Lanze, Ballspiel mit Becher. Moment. Das war das Ballspiel mit Becher übrigens. Ja, ja, habe ich gesehen. Stimmgabel könnte widerlich werden, die zu finden. Die Medaille ist nicht das, was das Pferd um den Hals hängen hat, ne? Nee. Hätte es sein aber können. Da links davon, so ein Orden, der ist das doch vielleicht. Das ist da rechts daneben. Da. Stimmt. Fackel. Die Fackel. Achso. Die Stimmgabel liegt unten, unter dem Fahrrad. Da. Ja, dachte ich vorhin schon. Achso, ist es nicht. Nee, da ist sie. Nimm mal die.
Ein Dia. Das brauchen wir für den Filmapparat vielleicht. Nee. Genau. Nee, das doch. Ist ja. Nee, das ist ja mit so Filmrollen. Das hat ja nichts das mit Dias sollte, zu aber, tun. Da sollte doch ein Dia rein. Nee, da sollte eine Glühlampe rein. Irgendwo sollte aber ein Dia rein. Wo war denn das? Nee. Doch. Das war irgendwann im Let's Play, da haben wir Dias. Nein, gebraucht. Nein, wir hatten irgendwo noch ein Dia. Echt nein. Und, ja doch. Sag nicht nein. Ich sag nein, wann es mir passt. Ja. Ich krieg mal ein Zahnrad. I really miss Anna. Ich weiß, you're no fun. Still, ah. You're better than nothing. I've got an exciting surprise for you soon. I think I know how to punish you. Das kommt in die Tür bei dem richtig, Dino. Richtig, die Dino. Du alles andere schon einsetzen wolltest. Ja, Schatz, man kann es doch ausprobieren. Dafür ist es doch da. Ja. Watch it! Was ist er denn jetzt so außer Atem? Weil er sich erschrocken hat. Das ist irgendwie so ein. Was soll das jetzt sein? Geisterbahn. Geil! Nein. Das ist geil. Können wir das Tuch nehmen? Oh, ein Rätsel. Minesweeper! Meinst du? Ja. Nee. Du musst die Striche weitermachen. Aber ich habe gerade noch keine Ahnung. Was es von mir will. Ja. Schick gemacht. Schön gemacht. Ja, ich habe keine Ahnung. Einfach alle einkriegeln? Das wäre ja zu einfach. Habe ich nur eine bestimmte Anzahl? Jetzt ist der da oben grün. Warte mal, ich habe vielleicht nur eine bestimmte Anzahl. Vielleicht muss das irgendwie zusammenhängend sein. Ja. Kannst du die insgesamt? Ja, das dachte ich mir fast, okay. Ich verstehe es nicht, aber... Ich glaube, das muss eine zusammenhängende Linie irgendwie ergeben, also dass du... Ich glaube nicht, dass es zusammenhängen muss, du hast einen zu viel gemacht, ja. Ja. Mach doch mal ohne die zusammenhängende Linie. Nee, das glaube ich geht nicht. Versuch's mal. Wenn ich das jetzt mache... Geht's auch. Ja, aber das wäre ja dann kein Rätsel. Ich find's auch so kein Rätsel. Ich glaub noch nicht, dass das richtig ist. Ja, wir werden's sehen. Warte mal. Ich darf nur eine bestimmte Anzahl benutzen? Nee, oder das springt ja hin und her immer. Ja, warte mal. Ich glaube, du kannst die auch zu zweit einkriegen. Mach mal den Zwischenstrich weg. Den, ja, genau. Und ist den mittleren da auch noch? Achso, ja. Aber nee. Geht doch nicht. Okay. Ja, dann haben wir genau ein zu viel. Irgendwo muss noch einer weg. Guck mal, kann ich noch irgendwo noch einer erübrigt werden? Nee. Eigentlich nicht. Im ein zu viel. Einer. Moment. An einem Scheit. Ah! Nee, das macht er, glaube ich, nicht. Jetzt kannst du doch den einen wegmachen. Nee, mach mal wieder rein. Jetzt kannst du doch den wegmachen. Hm. Ich verstehe es nicht. Kannst du mal ins Fragezeichen gucken, was der Sinn des Spiels ist? Stelle die Dämonen zufrieden und gib jedem ein identisches Stück Land. Lasse kein Land ungenutzt. Hä? Ah, okay, alles klar. Willst du mich aufklären? Ich gebe jetzt mal jedem Dämon
Ach, ein Zweierfeld. Ah. Zum Beispiel. Und ich darf keins ungenutzt lassen. Ich darf keins ungenutzt lassen. Okay. Moment. Ich darf keins ungenutzt lassen. Wir haben wie viele Dämonen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir haben 4 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 mal 8 sind 32 Felder. Also jeder Dämon braucht sich und 3 Felder Land. Aha. So. Damit keins ungenutzt ist. Ja gut, das kriegt man ja hin. Ja, ist ja gar nicht so schwer. Eigentlich nicht. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Ja, den hoch. Und dann machst du den quer. Ja. Und den. Warum? Theoretisch hat jetzt jeder genug. Jeder hat 3. Ah, okay. Allerdings bei dem ist es jetzt ein bisschen... Warte mal. Ne, wieso? Ist doch alles richtig eigentlich. Ja. Warte mal. Hä? So. Was ist das denn jetzt vor? Ich glaube, der grenzt quasi sein eigenes Land hier ab. Das ist, Ach so, meinst du das? Warte mal, dann geht das aber auch nicht. Oh, Moment. Moment. Ja, ich weiß, was du meinst jetzt, ja. Dann kringelt den mal für sich einzeln nach rechts ein. Mit dem Vierer. Nee, das ist der andere unten, der wieder benachteiligt. Ja, eben. Ja. Das Problem haben dann beide. Ich weiß gar nicht, ob das über... Ach, doch, okay. Da musst du den nach oben hin. Ah, ja, genau. Ja, den? Achso. Nee. Ja, fast. Ich glaube, der Grundgedanke ist gar nicht mal so verkehrt. Ich weiß wie. Mach mal unten, neben dem rechts. Also nein, der war schon richtig. Der rote, rechts neben dem roten. Unten. Der hier. Der rote. Ja, der hier. So, den rechten davon. Da. Hoch. Und rechts. Aber so wär's doch richtig, aber oder? Aber das wäre jetzt richtig gewesen. Ja, das meine ich ja. Jeder hat 3 Felder Land. Keins darf ungenutzt sein. Es wäre doch... Hat irgendwo einer vielleicht 4 oder... Nee, dann wäre es ja nicht aufgegangen. Nee. Haben alle 3 Land. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Wir haben eigentlich alles richtig. Hä? Moment. Das checke ich jetzt nicht. Das checke ich jetzt gerade auch nicht. Das ist doch richtig. So wäre es richtig. Ich muss auch gucken, dass die wirklich eingegrenzt sind, alle. Nicht, dass ich da einfach nur irgendwo einen Strich vergessen habe. Nö. Eigentlich müsste das so korrekt sein, denke ich. Kannst du nochmal die Fragestellung einmal anklicken? Stelle die Dämonen zufrieden und gib jedem ein identisches Stück Land, lasse kein Land ungenutzt. Identisch, auch von der Form her vielleicht. Aber das geht ja gar nicht. Vor allem, dann wären die doch bis jetzt, dann wären die doch da oben auch nicht zufrieden gewesen. Ja, eigentlich schon, ne? Ich probiere das jetzt mal anders. Tetris-Steine. Genau. Vielleicht geht es damit doch, dass sie alle ein identisches Stück haben. Ja, ja. Du musst das den Tetris-Stein-Muster machen. Ja, und dann kriegst du auch für jeden das gleiche hin. Das ist die Lösung. Wetten? Hahaha! Oh. Ja, ah. Identisch, das war's. Da ist sie. Die Glühle. You think I'm unjust to accuse you? Maybe. But I see the whole world, so I get to judge.
Wir gucken uns aber noch um, was es sonst noch so gibt, ne? Ja, ja, klar. Der Kieferknochen fehlt. Okay, den müssen wir finden. In einem Wimmelbildspiel bestimmt. Wäre lustig, ja. Aber das ist das. Liegt hier sonst noch irgendwas rum? Hm, sieht nicht so aus. Nö. Ja, gut. Das ist wieder der Schädel. Dann können wir ja die Glühlampe einsetzen. Genau, im Kino. Da geradeaus. Geradeaus. Wie jetzt da? Nee. In die Tür. Ach, ja, klar. So. Also es ist doch ein Dia-Projekt. Aber wenn du rausgehst, hier, da siehst du doch die Filmrollen eigentlich. Ja. Das ist kein Dia-Projektor. Passt nicht so ganz, ne? Ah! Think about me. I give you puzzles, traps, locks and hints in the right places. And all I get is trash from you. Mhm. Mhm. Das war doch direkt hier, oder? Ja. 75134. Warum fällt das runter, wenn man das nicht einsammeln kann? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ist da oben was? Das ist ja da oben rausgefallen, oder? Ja, ich kann noch mal kurz zurück. Ach, ich wollte mal. Jetzt bin ich eins weitergegangen, das wollte ich gar nicht. Ich habe hier noch gar nicht geguckt. Entschuldigung. Ich habe immer so den Reflex, dass ich mich umdrehe quasi im Moment. Wir gehen jetzt noch mal zurück und gucken jetzt erstmal hier noch mal. Nee, da ist nichts. Okay. Okay. Wozu soll man eine Mülltonne abschließen? Vielleicht finde ich darin ja etwas Nützliches. Also wir brauchen den Schlüssel für die Mülltonne. Aha. Die Tür ist offen, das haben wir ja schon gesehen. Hier ist uns, glaube ich, scheint hier auch nicht zu sein, ne? Ja gut. Eine Aussparung in Form eines Pfeils. Ich muss irgendwie dort laufen. Ein Mülltonnengriff. Ach, da ist er ja. Hm, wo könnte der jetzt bloß hingehören? Vielleicht an die Mülltonne. Können wir das direkt lösen schon? Nee. Dass hier etwas fehlt, ja. Zwei Steckdosen in vier Ecken, okay. Okay. Ja, dann ab in die Mülltonne. Ja, es hört sich irgendwie falsch an. Krass. Dürfen wir da jetzt wimmeln? Nee. I'm tired of waiting. I'm ready to meet you. Ready to show you the end. But take your time. Ein Notstromschalter. Eine Seilspule und das war's. Da so, den Notstromschalter können wir geradeaus. Warte mal. Im wimmeln! Stimmt. Das machen wir zuerst, oder? Ja. Da finden wir bestimmt noch ein wichtiges Teil. Und eins zurück noch. Und dann kommen wir es schon. Beim Gulli wieder. Juhu. Spielzeugfahrrad, Bücherstapel. Der Geldbeutel ist links in der Wand. Die Gießkanne hängt an der Decke oben. Rechts. Die Kette hängt auch in der Mitte ungefähr von der Decke. Ich bin immer der noch Ski, auf der Suche nach Büchern. Der Ski hängt neben dem Stromkasten. Eine Kreideschachtel? Wie soll man die denn erkennen? Ich muss gerade gucken, hier ist das Rad vom Spielzeugfahrrad. Ich muss das dann ja irgendwie noch zusammenbauen. Das Herz hängt auch oben an dem Ding, ja. Zeltzeichnung. Warte mal. Oben rechts. Ja. Messingbecher. Bücherstapel, da musst du wahrscheinlich. Die Bücher liegen bei der Puppe. Ja. Das stapel ich doch schon von Anfang an. Ich habe doch die ganze Zeit Bücher eingesammelt und. Das weiß ich doch nicht. Ich dachte, du guckst hin. Ja, ich habe Sachen gesucht. Entschuldige. Ja, ich konzentriere mich immer erst auf diese versteckten Sachen. Ja, ich nicht. Also hier ist das Rad von dem Fahrrad. Ich brauche den Rest. Ja.
und Stromunterbrecher. Oh Gott, wie sieht der denn aus? Ja, das habe ich auch schon gefragt. Ja, ich kenne diese Unterbrecher aus Tomb Raider, aber es ist der Messingbecher. Gesundheit. Okay. Das Maßband liegt mittig auf dem Gnöz, auf dem Tank da, ja. Die Kreideschachtel, ach, das ist Kreide. Ich dachte, das ist ein Buntstift. Alter, okay, dann wäre ich da vielleicht auch drauf gekommen. Also, Spielzeugfahrrad und Stromunterbrecher. Das ist Rad. Wo ist der Rest? Hinten an der Wand, ist das ein Lenker bei dem Stromkasten? Das da? Nee. Okay. Stromunterbrecher. Ist das da oben? Das da, ist das ein Pedal? Was ist das hier? Nee. Ich weiß jetzt ja auch nicht. Also hier ist das Rad. Ich weiß ja nicht, ob es noch mehr Einzelteile sind. Ja, wahrscheinlich. Deswegen dachte ich ja, weil das hinten sieht aus wie ein Lenker, das da oben wie ein Pedal. Da, das ist das Spielzeugfahrrad. Es fehlt jetzt hier noch ein Rad. Ja, dann. Achso, hast du jetzt schon rangemacht? Eins habe ich rangemacht. Es fehlt noch ein zweites. Da, nee. Ist das da rechts am Rohr vielleicht der Stromunterbrecher? Wo hast du das jetzt gefunden? Das da, ja. Das ist eine Heckenschere, eine Gartenschere, die hatten wir beim letzten Mal schon. Das Rad war hier oben. Ah. Stromunterbrecher. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der aussehen soll. Ja, das ist. Also. Boah. Also bei Tomb Raider sahen die so ein bisschen aus wie die Zahl Pi. Also dieses. Aha. T mit diesem Doppelstrich. So sahen die ein bisschen aus. Aber das kann jetzt hier was... Da, es ist eine Sicherung in dem Fall. Okay. Okay. Jetzt haben wir zwei Notstromschalter. Wir brauchen aber vier. Was haben wir noch? Was ist das Runde, was wir da eingesammelt haben? Warte mal. Eine Seilspule. Wo brauchen wir die denn? Was war denn da nochmal an der Achterbahn? Der Koffer. Stimmt. Aber eine Seilspule. Moment, beim Unterwassertunnel ist noch was. So, pass auf. Das kann ja nur... Wo wir das schon durchgeschnitten haben? Ja. Ah! Wieder heil. Ja, nicht ganz. Ein Hufeisen. Das brauchen wir beim Autoscooter. Da ist doch irgendwas in diesem Kasten drin, wo es heißt, da kommen wir nicht ran. Ach so, das meinst du, ist magnetisch, das können wir dann rausziehen. Ja, damit. Warte mal, wie komme ich da jetzt nochmal hin? Also links. Nur noch links, okay. Und dann nochmal links. Geil. Das ist der dritte Stromschalter. Okay. Kannst du es wieder mitnehmen? Moment. Noch mehr drin. Die Schneeflocken. Die Schneeflocke. Und jetzt sind wir hier durch. Wo war jetzt die Schneeflocke? Beim Naschladen. Da ist vielleicht der vierte Schalter drin. Nein, der Kiefer. Der Unterkiefer. Den gibt es ja auch noch, stimmt ja. Oh, jetzt kommen wir aber gut voran gerade. Ja. War schon richtig, da hinten rein, ja. Und dann rechts. Also, ja, den Tunnel vergesse ich immer. Und dann rechts. Mhm. Jetzt haben wir alle vier. Wo müssen wir jetzt nochmal hin mit... Moment. Oben. Hier ist aber also auch noch was. Hier? Ja, warum zeigt er mir das jetzt noch an? Vielleicht, weil wir doch im Raum sind. Ach, das ist noch mehr gewesen. Das Abstandstück. Oh, wo war das denn nochmal? Bei diesem Koffer bei der Achterbahn. Ah, stimmt. Dann können wir das ja auch noch mitnehmen. Dann haben wir es ja gleich, wa? Ich glaube, wir haben es bald. Ja, genau. Der Eisenpfeil. Das brauchen wir alles für den letzten Raum. Da waren diese beiden Sachen noch einzutragen. Ja, richtig. Wir haben es gleich.
Dann wird der Part Überlänge haben, aber dafür wird es das Finale sein. Achso, ist schon. Ja, eigentlich ist jetzt gleich, ist jetzt Ende. Also. Ja, ich weiß halt, meinst du danach kommt noch viel? Oder wir machen jetzt einen Cut? Das musst du jetzt entscheiden. Ja, wir machen jetzt einen Cut, weil wir haben ja auch noch Abschlussblabla offen. Okay. Und morgen dann sehen wir uns dann zum großen Finale. Ich bin sehr gespannt. Kommt bestimmt auch ein großes Rätsel. Ja, ich bin auch gespannt. Bis dann. Ciao. Tschüss.